1921. Was war im Jahr 1921? Es wurde Hans-Joachim Kulenkampf geboren, kennen noch einige von uns. Ja. Ebenfalls der berühmte Schriftsteller Konzalik, haben wir auch alle gelesen. Genau. Und der Zeppelin LZ-121 machte seine Jungfernfahrt. Und auch Amoy. Auf der damaligen Reichswerft in Kiel wurde der Fischkutter Hanni als Segelschiff mit Hilfsmotor gebaut. Auftraggeber war Kapitän Thomsen. Er wollte damit fischen und bezahlte damals mit Reichsgeldern. Als erster Heimathafen wurde damals Dahme in Ostholstein angegeben. Aus bekannten Gründen wurde 1922 die Hanni verkauft. Und zwar an die Getreidefirma Rosenberger in Burgstaaken. Die Firma nutzte das Schiff als Frachtensegler. Mit 22 Tonnen Traglast wurde Getreide und so weiter durch die Ostsee transportiert. 1925 wechselte erneut das Schiff seinen Besitzer. Kapitän Plambeck in Ruhe, der nach seiner Fahrenszeit eine Gaststätte in Heiligenhafen betrieb, kaufte das Schiff als Lustkutter. Das war die frühere Bezeichnung für ein Sportboot. Also heute haben wir viele Lustkutter im Hafen. Die Gastwirtschaft Captain Plambeck, die gibt es heute noch und viele kennen sie ja von uns. In diesem Jahr, also 1925, wir haben immer noch das Jahr, wurde die Hanni in Amoy umgetauft. Wohl in Erinnerung an seine Fahrenszeit von Captain Plambeck, der fuhr nämlich im südchinesischen Meer. Und da benannte er die Hanni Amoy nach einer Hafenstadt im südchinesischen Meer. Kapitän Plambeck fuhr nun mit der Amoy mit Gästen um Fehmarn oder zu den dänischen Inseln. Wer das alles nochmal bildlich sehen möchte, wir haben hier so eine Bilderwand gemacht, einmal von 1921 bis 82, bis Julius das Schiff bekam und von 82 bis zum heutigen Tag. Sind interessante Bilder dabei. Im Jahre 1940 wurde der Kutter bei Captain Plambeck ausgeliehen und als Lotsendampfer im Fehmarnsund eingesetzt. Aber das auch nur ein Jahr lang, dann bekam Captain Plambeck sein Schiff wieder. 1942 erwarb der Großvater von Julius, auch ein Julius, das Schiff. Er wollte es wieder in der Fischerei einsetzen. Und wie es weiterging mit dem maroden Schiff, mit unserer Amoy, das erzähle ich euch im zweiten Teil. Wurde als Fischereifahrzeug abgemeldet und dann als Sportboot betrieben. Es wurden Urlaubsreisen gemacht mit der Familie, unter anderem nach Dänemark und später in die neuen Bundesländer unternommen. Rügen, Usedom und so weiter. Die Kinder Dirk, Katrin, Christine und Anna wurden auf und mit der Amoy groß. Mittlerweile nagte jedoch der Zahn der Zeit an diesem so treuen Schiff. Und es kam das Jahr 1998, der Tag der Wahrheit. Bei einer Werftliegezeit
In der Götschwerft in Heiligenhafen wurde festgestellt, dass eine schnelle Reparatur am Schiff nicht mehr möglich sei. Also entschloss sich Julius schweren Herzens, die Amoy abwracken zu lassen. Das sollte nach Julius' Plan auf der Götschwerft passieren, aber nix da. Da kennt ihr Hans Otto nicht. Dann kam der von dir, Julius, schon oft zitierte Satz, den Werfchef Hans Otto Götsch losließ. Den Dreck, der will ich hier ne hem, ich nogel em die tosam, und dann führst du walle schön trüch na Ohr. Du setzt du em ob die Pier und klopst em uten anno. Es war eine klare Ansage von dir, Hans Otto. Julius, fertig mit Jack und Büchs, fuhr erst einmal nach Hause. Dann erkundigte er sich bei einem Wrackunternehmen nach den Kosten. Gar nicht so billig. Danach gab es für Julius nur noch das Sofa mit dem Kater Moses auf dem Bauch und den Kopf so voll. Tage später fuhr er wieder zur Werft. Der Kutter stand immer noch einsam und verlassen an Land. Julius versuchte nun mit dir, Hans Otto, wink mal einmal, wo bist du? Ja. Da ist er. Julius versuchte nun mit dir, Hans Otto, zu schnacken. Die Lösung wäre, den Kutter mit Kunststoff zu beziehen. Aber du, Hans Otto, wolltest nach der Anna Mathilda, die Besitzer, früheren Besitzer sind auch da, diese Arbeiten nicht mehr machen. Umweltverschmutzung, zu viel Staub, zu viel Dreck. Doch Hans Otto, du gabst deinem Herzen einen Stoß und sagtest, wenn du em abdracken deis, Julius, kriegst du Ärger mit der Order. Und wenn ich dat mag, dann quakt der Heiligenhabener. Also, uns blieb nichts anders über als Tobitukan. Julius war so glücklich. Nach zweijähriger Renovierungsarbeit inklusive Trocknung war das Werk vollbracht. Manchmal traten Schwierigkeiten auf, die Hans Otto fast zum Aufgeben brachten. Aber auf der Werft heißt es immer, geht nicht, gibt's nicht. Also weitermachen. Ein schönes Zitat aus dieser Zeit von Hans Otto lautet, wenn de Kutter hier achtern wade, endlich verschwinden deit, weiß wat, dann besupp ich mi. Und da können wir gerne mal für Hans Otto klatschen. Dann war's auch, ich weiß nicht, Holger ist glaube ich noch nicht da, dann war auch noch Holger Much gefragt. Seine Aufgabe war unter anderem teilweise das Rudergeschirr zu erneuern. Ihr zwei, du Hans Otto und Holger, ihr wart und seid immer noch die richtigen Leute zur richtigen Zeit am richtigen Platz. Nach 2 Jahren, Anfang September 2000, war der sogenannte zweite Stapellauf der Amoy, der zünftig auf der Götschwerft gefeiert wurde mit Spanferkel, Fassbier und Akkordeonklängen. Am 3. September 2000, Julius wurde 50, kamen die zwei, Julius und Amoy, wieder nach Hause. Julius bei starkem Nordwest. Die Heiligenhafener Fischer rieten von der Fahrt ab, denn ob im Maschinenraum nach der langen Liegezeit noch alles funktionierte, war jetzt auch fraglich. Doch im Orter Hafen warteten die Gäste auf die beiden, beziehungsweise auf die drei, Amoy, Julius und Busche. Denn es gab doch an dem Tag einen Matrosen an Bord, nämlich Carsten Buhmann. Und für den war es die erste Fahrt auf Amoy. Ich weiß nicht, ob Carsten schon da ist. Wunderbar. Ja, schön, Carsten. Nachdem die beiden vom Wader freikamen, machte der Kutter seinem Namen als Schaukelpferd alle Ehre.
Armer Busche, er wurde immer stiller. Dann stellte er Julius eine Frage. Ist das immer so? Julius beruhigte ihn mit der Antwort, nicht immer, Busche. Amoy fuhr in den Ort der Hafen, wo die Kinder ein Transparent über die Mole gespannt hatten. Willkommen zu Hause. Dann wurde gefeiert und auch Matrose Busche schmeckte das Bier wieder. Es fielen danach aber noch weitere Reparaturen an, zum Beispiel Neuausgießen des Kurbellagers. Dieses konnte nur Holger Much bewerkstelligen. Und ein neues Ruderhaus wurde auch noch gebaut. Geht nicht, gibt's nicht, auch für Julius. Man sagt, der Mensch sollte täglich sich einmal freuen. Ich freue mich, wenn Julius morgens in seine Holzklocks steigt und der Satz kommt, ich gehe mal zum Hafen und mach die Luken auf. Genommen und hat Amoy in Aquarell gemalt. Und Julius, das zur Erinnerung an den heutigen Tag. Ich bin ganz ehrlich, es sind zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich mag das Bild nämlich auch gerne. Dankeschön fürs Zuhören und euch noch ein paar schöne, fröhliche Stunden bei uns. Ja, da sage ich vielen Dank. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Du hast das mit Geschenken, ne? Ja, eben. Nee, wirklich schönes Bild. Guckt euch das an. Ja. Tja, und ein Unikat, das gibt's nicht nochmal. So soll das mit sein. Mit dem kleinen Fischereifahrzeug. Alles klar. Dankeschön. Hier, Lieschen, der Tisch ist noch leer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Familie Priel. Priel? Priel? So wie der Spüle, habe ich gehört. Wir sind heute zusammengekommen, um gemeinsam die Geburtstagsfeier meines Kunders zu feiern. 1922. Wir haben 21. Wir haben aber nur 21. 42. 42. Lief der Kunde vom Stapel. Ich darf mir das vorstellen. Mein Name ist Kapitän Leutnant Thomsen. Mit T. Und H. Damals, als dieser Schiff vom Hafen lief, aus dem Hafen raus, von der Werft in Kiel, war ich sehr stolz. Ich bin Chefkonstrukteur dieses Schiffes. Habe mir große Mühe gegeben. Aber ich kann nicht ahnen, dass es 500 Jahre alt wäre. Es hat viel gesehen, viel erlebt. Wir haben damals schon gesagt, was soll der Scheiß, was man konstruiert, ist, war nicht da. Dennoch. Es hat überlebt. Genau. Ehre gesehen. Viele Kapitäne. Viele Besatzungsmitglieder, vor allem auch viele Handwerker. Das ist immer schwierig. Eigentlich sollte ja nichts passieren, aber naja, nach 100 Jahren kann es sein, dass ein paar Nägel durchgerostet sind. Julius wollte man nicht anbringen, hat er auch nicht gemacht.
Du bist jetzt bei mir so spät. Los, komm. Dennoch bedanke mich bei der Familie Brühl. Die Mechanikern. Die Schreiner. Die Maschinenbauern. Das ist 100 Jahre. Entschuldigung. 100 Jahre. Oh, Entschuldigung. Schön, dass ich jetzt komme. Ja. Hätte ich 50 Jahre brauchen können, die Dinge. Ich bedanke mich bei den Mechanikern, bei den Schreinern, vor allen Dingen auch bei der Familie Prien. So wurde mir das aufgeschrieben, dass sie all die Jahre das Herz der Moll geschlagen haben und immer wieder zum Leben erweckt haben. In diesem Sinne, vielen Dank in der Werft hier von der Aldi, dass sie so und all die Jahre die Amboi am Leben erhalten haben. Vielen Dank, Herr Brühl. Der war gut. Der war so geil. Ich bin noch nicht fertig. Achso, ist noch nicht fertig. In diesem Sinne möchte ich die Amboi, all die Mechaniker und all die Menschen, die über die 100 Jahre dieses Schiff am Leben erhalten haben, hochleben lassen. Aber nicht das hoch, was ich meine, sondern Hip Hip Hurra heißt auch alle, war die Folge. Jo, wir sind fertig. Auf die Familie Brühl, auf die Amboi, alle Jahre. Hip Hip Hurra! Hip Hip Hurra!